wir singen jetzt gleich Songs über Themen, die noch nie besungen wurden. Und mein Thema, das sind immer Themen, die einen beschäftigen, und man weiß das manchmal nicht. So, kennst du das, wenn man jetzt mit jemandem unterwegs ist und es war ein netter Abend und man sagt dann so Tschüss? Und dann will man sich verabschieden, hat das toll gemacht und dann stellt man fest, scheiße, man muss in dieselbe Richtung weiterlaufen. Ja. Und dann ist eine sehr unangenehme Stimmung, weil man eigentlich schon den Abend abmoderiert hatte. Und jetzt ist es so ein bisschen beklemmend, obwohl man sich eigentlich gut versteht. Das ist eine Situation, die wir alle kennen. Und darüber werde ich jetzt gleich einen Song singen. Auch du hast ein sehr gutes Thema mitgebracht. Ich will nicht zu viel verraten. Ja, und deswegen habe ich mir einen Song ausgesucht, auf den ich das jetzt singen werde, wo wirklich hier eine Stimmung ausbrechen wird. Also... Villa Riba und Villa Bajo werden gemeinsam feiern heute. Wir hatten einen schönen Abend, doch jetzt heißt es gute Nacht. Wir sind gute Bekannte und wir haben ganz viel gelacht. Ich sag ciao und wink zum Abschied und er sagt ganz cool goodbye. Beide drehen sich zum Gehen. Und der Abend ist vorbei. Aber leider, leider, leider gehen wir weiter nebenher. Wir laufen beide gleiche Richtung und es wird so langsam cringe. Und er und ich, wir cringen sehr, muss mich zum Weitergehen zwingen. Weiß nur, dass ich in meiner Sendung bald einen Song darüber sing. Dann fängt er wieder an mit einer Konversation. Machst du eigentlich beruflich? Fragt er im ernsten Tone. Dies und das und Cocolores, bloß nicht zu viel Informationen. Keine neuen Themen öffnen, bis zur Fußgängerzone. Immer weiter, weiter, weiter gehen wir weiter nebenher. Und keiner von uns beiden erträgt die Situation mehr. Ich will hier weg und er will's auch. Ich will hier weg und er will's auch. Schweigen, cringen wir uns vorwärts und keiner von uns hält es aus. Dankeschön, Dankeschön, danke. So. Was denn? Was machst du? Ich will, dass ihr hört, wie meine Schuhe quietschen. Ach so, ich könnte meinen Fersensporn vertun. Ich habe darüber ein Lied gemacht, als ihr gefragt habt, worüber könnte es gehen, worüber wurde noch nie ein Lied gemacht. Dass man sich manchmal sehr schöne oder teure Schuhe kauft und dass die dann so laut quietschen. Ja. Und ich habe es probiert. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr. Ina Müller, Bühne frei. Ich sehe cool aus. Mit meinen neuen Schuhen hab sie mir günstig geschossen. Super stolz lauf ich die Straße lang. Oh, greller Lärm schießt mir in die Knochen. Die Leute schauen mich komisch an. Was kann das sein? Sie halten sich die Ohren zu, Kind fängt an zu schreien. Weil mein Schuh quietscht, weil mein Schuh quietscht, weil mein Schuh quietscht in der mittleren Sohle. Ich hab probiert, mir überm Ballen abzurollen. Und auf den Außenriss zu gehen. Doch trotz dieser Gewichtsverlagerung kann ich den Klang nicht kontrollieren. Ich stell sie in den Keller neben das Bauchmuskelgerät. Und wenn ein Einbrecher sie klaut, ist klar, dass man ihn hört. Weil mein Schuh quietscht, weil mein Schuh quietscht, weil mein Schuh quietscht in der mittleren Sohle, mittleren Sohle. Ina Müller! Sehr schön! Keine Gewächen, auch lange nicht mehr gesehen. Es waren keine Leute hier und die paar, denen war nicht danach bislang. Das ist seit langer Zeit mal wieder. Standing Ovations.
Liebe Ina, das war ganz toll. Schön, dass du hier warst. Wer diese Stimme noch mehr hören möchte, hat die Gelegenheit ab dem 7. Oktober. Es gibt noch wenige Resttickets. Und hört euch das an. Diese Musik, die kann man sich nicht nur zu Hause anhören, sondern auch auf der Bühne ab dem 7. Oktober. Liebe Ina, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, Ina Müller! Und das war's schon zum Team.